Hi Leute, ich bin AC Player und das ist die siebte Folge von Resident Evil 3 Nemesis. Wir sind jetzt im Krankenhaus und müssen das Antivirus für Jill holen, die infiziert ist. Infiziert worden ist durch Nemesis. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir es finden. Zeig mal die Map. Map, wir haben hier nur einen Ausgang, aber mehrere Stockwerke, vier um genau zu sein, aber ich glaube, wir werden nur auf zwei unterwegs sein. Oh je. Da liegt doch was. Könnt ihr euch mal durchlesen? 10. September, 18. 26. So, wir schauen hier, was wir alles hier haben. Okay, Munition. Schadet nie. Da liegt wahrscheinlich ein Schlüssel. Nee. Tape Recorder. Da ist die Karte. Ah ja, viel haben wir hier nicht. Dieser Tape Recorder, was kann man damit machen? Check. Okay, die Diagnose von einem Patienten ist hier aufgenommen. Ah, okay. Jetzt können wir die Stimme abspielen lassen, sodass die Tür dann aufgeht. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However. So, dann fahren wir mal zum vierten Stockwerk. Oh, es gibt zwei hier zur Auswahl. Da fahren wir erstmal runter. Oh je, ich habe kein gutes Gefühl. Sind noch mehr. Zeig mal die Karte. B3 habe ich jetzt nicht abgecheckt. Oben ist eine Tür verschlossen. Das heißt, wahrscheinlich werden wir hier etwas für diese Tür finden, damit wir sie aufkriegen. Mann, mir ist es hier echt zu ruhig gerade. Es kann doch nicht sein, dass es hier so ruhig ist. Oh. Another guinea pig was still alive. What are you doing? Have you lost your mind? Sometimes it's easy to forget one's loyalties. Just like that traitor. You mean the guy who shot you? Yeah, you know him. The one with the gray hair and the ugly mug. I can't believe he had the guts to shoot me. That traitor! You mean Nikolai? Toll. Super. Ich glaube, der Kollege lebt nicht mehr. So, hier gibt es Kräuter. Obwohl ich jetzt zum Beispiel drei Erste-Hilfe-Sprays habe, würde ich die Kräuter nehmen. Hier ist nichts. Aber warte mal, da ist doch eine Tür, oder? Ja, noch zu einem Raum. Und da es jetzt so ruhig war, werden wir hier bestimmt angegriffen.
Aha. Da schwimmen Hunters. Medium Base. Das werden wir wahrscheinlich brauchen für das Antivirus. Was ist das? Medical Instruction Manual. Eigentlich braucht man das gar nicht lesen, um zu wissen, was man machen muss. Ja, wir wollen das switchen. Ich sage ja, die hüpfen mir gleich raus. Ah, Medium Base können wir hier einsetzen. Will you operate the synthesizer? Ja. Ich glaube, wir müssen das alles auf dieselbe Linie bringen. Aber wie? Das linke geht runter, das rechte geht hoch. Und wenn wir jetzt B machen... Auch nicht. Ah. Ne, warte mal, wir müssen das, glaube ich, das linke höher bringen wie das rechte. Und jetzt. Hoppla. Keine Ahnung. Mann! Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt ist das Rechte zu weit oben. Jetzt passt das linke, aber das rechte nicht. Mann, Mann! Warte mal. Dokumente. Nicht das. Wo ist Medical Report? Da. Ah ja, da steht ja auch das, was ich schon gesagt habe. Also gut. Also wir müssen probieren. Bis wir es schaffen. Fast. Machen wir so. Dann schauen wir mal unten. Oh. Ich hab's gewusst. Irgendwann klappt's. Was ist denn das?
Na, wollt ihr noch nicht rausspringen? Ich hab's gesagt, die hüpfen gleich raus. Wow! Tschüss! So, Gott sei Dank sind sie nicht wie Nemesis und hüpfen mir auch und rennen mir auch hinterher in andere Zimmer. Hoppla, nicht hier. So, dann gehen wir jetzt mal ganz hoch. Also zum Aufzug und dann ganz hoch. Da werden wir dann auch noch was machen können. So, which floor? 4F. Wie sieht es mit Munition aus? Eigentlich gut. Wie sieht denn das hier aus? Also rechts haben wir einen Raum und links haben wir zwei. Hier gibt es einen Raum Data Room, was wir wohl da finden werden, keine Ahnung. Hier ist was. Wow! Aber er war nicht der Einzige. Dass du noch stehst. Bleib liegen. Was ist denn das hier? Ein Foto, glaube ich. Ein Schlüssel, Sick Room. Das ist wahrscheinlich zu dem, wo da geschlossen ist. Foto D. Die Untoten wandern. Und das ist das Effekt von dem T-Virus. Von dem Virus T. Was die erschaffen haben. Umbrella. Also sonst ist hier nichts. Okay, dann gehen wir raus. Jetzt haben wir noch zwei Räume zum Abchecken und dann können wir, glaube ich, zurück zu Jill. Hier ist der erste Raum. Und dann haben wir noch für den einen 531. Und dann haben wir noch den einen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Diesen Krankenraum. Was ist das? Glaube nichts. Also 531. Gehen wir dann in den anderen Raum, in diesem Krankenzimmer. Wurde schon ein paar Mal angegriffen. Und trotzdem noch volle Gesundheit, das ist ja. Das ist gut. Bis jetzt. Arkley Mountains, da hat sich der erste Teil abgespielt. Nein. Hallo? Muss das Ding doch verschieben. Ich habe angefangen, das in falsche Richtung zu schieben. Warte mal, geh mal raus und geh mal nochmal rein. Ich hoffe, dann steht es auf ihrem ursprünglichen Platz.
das tut es. Aber wir haben 4 Plätze für sowas. Wer soll ich wissen, welches das Richtige ist? Aha. Und auf das Richtige. So, und hier... Oh! Hier brauchen wir die Nummer. 5, 3, 1. Und was bekommen wir da? So, und jetzt die Frage, kann ich das mischen? Selbstverständlich. Und das ist unser Antivirus. Und jetzt müssen wir schnell, ganz schnell zurück zu Jill, sodass wir sie heilen können, bevor... Je! Bevor sie sich verwandelt. Haut jetzt ab. Wo ist der zweite? Keine Ahnung. Boah. Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Warum sind sie jetzt hier auf einmal? So, jetzt müssen wir hier nur durch den Eingang laufen. Und dann haben wir es. Da ist es. Wohin muss ich dann? Nach links. Hier, wir haben 20 Sekunden, um hier abzuhauen. Und jetzt geht noch das Krankenhaus in die Luft. Aber bestimmt der Nikolai. So viel zum Krankenhaus in Raccoon City. Gibt's nicht mehr. Den gibt's nicht mehr. Okay. Also, dann gehen wir zurück zu Jill. Je, was ist denn das? Was sind das? Was sind denn das für Viecher jetzt wieder hier? Boah, da kriege ich ja gerade mal Gänsehaut. Und hier gibt es ja... Oh, Hunter! Oder Licker oder was das auch immer ist. Und wie viele? Einer wäre zu wenig natürlich, gell? Was ist denn das jetzt? Nemesis. Tschüss. Ich will gegen ihn gar nicht kämpfen. Ich habe gedacht, den haben wir jetzt ein bisschen für eine längere Zeit erledigt. Aber nein. Wo liegt Jill? Verdammt nochmal. Gegenüber. Oh Mann. Der Typ regt mich jetzt auf.
So, jetzt machen wir sie heile, heile. Are you okay? Yes. Barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up. What? I thought we killed that thing. No, it's been waiting for you. He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai? Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. So, der verschwindet. Das ist ja toll. Und ich bleibe alleine hier gegen den Doktor Nemesis. So, aber da gehen wir erst in der nächsten Folge raus zum Nemesis. Mal schauen, ob wir ihn abwimmeln können. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.